herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Sinoku TV. Ich habe mir heute den Selbstfindungstrip Eat, Pray, Love vom Regisseur Ryan Murphy angeguckt. In der Hauptrolle Julia Roberts als Liz. Liz hat keinen Bock mehr auf ihren Ehemann und macht stattdessen eine Reise um die Welt auf der Suche nach sich selbst. Sie landet unter anderem in Italien, wo sie mal so richtig ordentlich isst und auch das Nichtstun schätzen lernt. Und sie lernt dort die italienische Sprache und die Einheimischen erklären ihr erstmal, dass man Italienisch nicht mit dem Mund spricht, sondern mit den Händen. Das ist sehr lustig gemacht und auch sehr schön gefilmt. Die ganze italienische Kultur, das Essen, das Zusammensein. Dann geht's weiter nach Indien, wo sie bei einem Guru meditieren lernt. Da hängt sie in einem Tempel rum. Da gibt es sehr schöne Tempelaufnahmen, wo das Licht so reinfällt. Sehr schön, sehr schöne Kamera. Und dort trifft sie auch auf den ziemlich coolen Amerikaner Richard. Richard kommt aus Texas und hat immer einen schlauen Spruch auf den Lippen, obwohl er selber die Sachen noch nicht so gut umsetzen kann. Der wird übrigens gespielt von Richard Jenkins. Sehr cool gemacht. Dann geht es noch nach Bali. Das ist auch eine sehr, sehr malerische Kulisse. Aber neben eindrucksvollen Drehorten wirft der Film spannende Fragen auf. Zum Beispiel, was ist der Sinn meines Lebens? Wo soll die Reise hingehen? Äußerlich und innerlich. Ich vermute, der Film ist, also die Zielgruppe ist schwerpunktmäßig Frauen zwischen 30 und 50. Aber auch mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, ob mir das zu denken geben sollte, aber nein. Ich hatte Spaß. Ich bin allerdings, musste zwischendurch einmal kurz gehen, aber das kann auch daran liegen, dass ich letzte Nacht für meine Verhältnisse nicht so viel Schlaf bekommen habe. Wenn du Yoga machst, Pilates oder sonst irgendwie ansatzweise spirituell interessiert bist, dann hast du sicher Spaß an dem Film. Ich gebe dem Film 4 von 5 Sternen. Und Laufzeit des Filmes ist 140 Minuten, also keine schnelle Nummer. Der Film startet am 23. September 2010 in den deutschen Kinos. Altersfreigabe, keine Ahnung, ich schätze aber mal ab 0 Jahren. Also da gibt es jetzt keine wirklich heftigen Szenen. Das war's auch schon wieder. Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, was ich vorstelle. Lass dich überraschen. Infos und Trailer zum Film Eat, Pray, Love gibt's wie immer bei sinoku.com. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Halt die Ohren steif. Ciao, ciao.